Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zum mittlerweile 50. Film über den DJI Phantom Quadrocopter. Ja, 50 Filme sind entstanden. Wahnsinn, hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ich habe mir lange, lange überlegt, was machst du am 50. Film? Ja, was präsentierst du da den Zuschauern? Und habe mich dann dazu entschieden, einfach gar nichts zu präsentieren, sondern heute einfach mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, was alles so geschehen ist in den letzten 4,5 Monaten. Das muss man ja so sagen. Anfang Februar habe ich, glaube ich, den ersten Film online gestellt. Seitdem sind, wie gesagt, 50 Filme entstanden. Und ich habe gerade eben noch mal nachgeschaut, diese 50 Filme, die wurden knapp 180.000 Mal abgerufen. Der Wahnsinn, wirklich, ist unglaublich. Ich hätte nie damit gerechnet, dass das mal so weit kommt. Vor allen Dingen, wenn man mal einfach überlegt, wie das Ganze angefangen hat. Mit einem Unboxing-Video, was ich gemacht habe, den Phantom einfach nur ausgepackt. Und nach dem Auspacken wollte ich ihn natürlich auch direkt zusammenbauen. Also habe ich an diesem einen Tag zwei Filme gemacht. Verständlich, glaube ich. Und diese zwei Filme, davon habe ich dann den ersten hochgeladen auf Facebook, auf meine Facebook-Seite von OdoTV. Das ist so ein Blog, den ich habe, wo es eigentlich mehr so um Outdoor und Survival geht. Und da kamen dann direkt einige Leute, die gesagt haben, naja, Arthur, also ganz ehrlich, mit Outdoor hat das aber doch nichts zu tun. Und das fand ich eigentlich ziemlich schade, vor allen Dingen, weil ich ja den zweiten Film, also den Zusammenbaufilm, schon gemacht hatte. Und da habe ich überlegt, ja, was machst du denn jetzt? Eigentlich haben die Leute ja recht, eigentlich hat das überhaupt nichts mit Outdoor zu tun. Was machst du da? Wo haust du den Film denn jetzt hin? Und da ich nicht schon wieder eine eigene Seite unbedingt dafür machen wollte, habe ich dann gesagt, okay, pass auf, du hast da doch noch diesen YouTube-Kanal, der da so ein bisschen vor sich hin gammelt. Da lädst du das jetzt einfach mal hoch. Ja, so fing das Ganze an. Ein vor sich hin gammelnder YouTube-Kanal und ein Unboxing- und Zusammenbau-Video über einen Quadrocopter. Mittlerweile sind 50 Filme draus geworden und 180.000 Abrufe. Und damit kommen wir schon zum Punkt 2 meiner Liste. Ich habe mir so eine kleine Liste gemacht, nämlich mal Danke zu sagen, euch Danke zu sagen. Denn die 180.000 Abrufe, die habe ja nicht ich alleine gemacht, sondern die habt ihr da draußen gemacht, ihr auf YouTube. Super Sache, wirklich. Es ist der Wahnsinn. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich heute hier stehe, 50 Filme gemacht habe und das, weil ihr mich so geil gepusht habt und so viele Abrufe produziert habt auf diese Filme. Also da möchte ich vor allen Dingen euch danken für die Treue, für die vielen, vielen Aufrufe, für die vielen Kommentare, die ihr geschrieben habt und natürlich den Daumen hoch, den ihr gemacht habt, die positiven Bewertungen, die es von euch gegeben hat. Super, das ist echt ein toller Ansporn, das muss man sagen. Und dafür möchte ich natürlich euch auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich Danke sagen. Danke muss ich allerdings auch sagen demjenigen, der damals gesagt hat, naja, das hat doch eigentlich nichts mit Outdoor zu tun, denn sonst hätte ich das ja wahrscheinlich nie hier auf meinen YouTube-Kanal gepackt. Danke muss ich sagen meiner Frau Isabel und meiner Tochter Victoria, die viel, viel Geduld mit mir gehabt haben in den letzten Wochen und Monaten, wo ich immer mal wieder unterwegs war, mit dem Copter draußen gefilmt habe, hier drinnen gefilmt habe, an Abenden geschnitten habe. Das ein oder andere Wochenende ist dabei draufgegangen. Danke möchte ich auch sagen an dieser Stelle dem Simon von Fotocopter.net, der mir immer wieder auch mich unterstützt hat, mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat und mir aktuell auch viel geholfen hat beim Zusammenbau des DJI F450. Da gibt es ja auch eine jede Menge Filme mittlerweile zu. Und einige werden da sicherlich auch noch folgen. Ja, zu guter Letzt möchte ich auch, nennen wir ihn Max Mustermann, nochmal an dieser Stelle danken. Danken für den Anruf auf meinem Anrufbeantworter. Lieber Max Mustermann, an dem Tag kam ich mir echt vor, wie Kai Diekmann von der Bild-Zeitung, bei dem der Bundespräsident angerufen und auf einen Anrufbeantworter gequatscht hatte. Danke für deinen Anruf. Das Anrufvideo, glaube ich, als ich das letzte Mal geguckt habe, knapp 900 Aufrufe. Ich glaube, so viel hätte ich mit dem Wildschwein-Video nie hinbekommen. Also super, danke von dir. Danke auch von dieser Stelle hier nochmal, lieber Max Mustermann. Ja, apropos Kommunikation. Ich möchte natürlich auch den Leuten danken, die mir per E-Mail geschrieben haben. Aktuell ist es so, dass ich
ja, so etwa 2 bis 3 E-Mails pro Tag bekomme mit Fragen zum DJI Phantom Quadrocopter und das, obwohl ich selbst eigentlich noch Anfänger bin. Auch wenn ich schon sicherlich ein fortgeschrittener Anfänger bin, aber mit Modellbau hatte ich ja eigentlich nie was am Hut. Sieht man mal von irgendwie so einer H0 Eisenbahn ab, als ich 9 war. Und euch möchte ich auch danken. Danken zum einen für den vielen positiven Zuspruch, den ihr mir per E-Mail geschickt habt. Und ich möchte euch auch bitten um Geduld bei dem, was mittlerweile so an E-Mails bei mir ankommt. Es sind 2 bis 3 E-Mails pro Tag. Es sind so 2 bis 3 Anfragen, PMs auf YouTube. Dann gibt es welche, die schreiben mir über Facebook. Da an dieser Stelle vielleicht bitte ich um Verständnis, dass ich nicht mit jedem befreundet sein möchte. Mein Facebook ist relativ privat und das möchte ich auch so weiterhin halten. An die Anfragen, die kommen über die verschiedenen Foren, in denen ich so aktiv bin, ja, da möchte ich einfach bitten, ein bisschen Geduld zu haben. Ich versuche alles zu beantworten, so gut ich kann, aber es ist halt doch jede Menge geworden. Ja, zu guter Letzt, dazu haben mich auch einige Freunde ermuntert, möchte ich euch an dieser Stelle aufrufen, mir etwas zu spenden. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd und ich bin ganz ehrlich, ich tue mich da auch selber ein bisschen schwer, darüber zu sprechen. Aber mich erreichen immer wieder Anfragen auf der einen Seite von Leuten, die sagen, stell doch mal einen Gimbal vor, stell doch mal dies vor, stell doch mal vor, wie man eine Spektrum DX8 mit dem Copter koppelt, stell doch mal ein neues Ladegerät vor. Und das würde ich ganz gerne auch machen, aber all diese Sachen kosten halt Geld. Ich habe einige Händler angeschrieben, um Kooperationen gebeten, aber viel Interesse scheint da ehrlich gesagt nicht zu sein. Von daher haben dann Freunde gesagt, pass auf Arthur, frag einfach nach Spenden. Der ein oder andere wird sicherlich dir da ein bisschen was zukommen lassen. Dann hast du es etwas leichter und kannst das einfacher auch finanziell stemmen. Das ist sicherlich, ein Freund hat gesagt, pass auf Arthur, eine gute Zeitung, die kostet auch 5 Euro und davon kaufe ich mir jeden Monat auch 1, 2. Und das, was du machst, das hat viel mehr Wert und deswegen ruf einfach mal zu Spenden auf. Das möchte ich an dieser Stelle machen. Und zwar gibt es einen Spenden-Button auf der Startseite meiner YouTube-Page. Habe ich den ganz nach oben gepackt. Da könnt ihr einfach drauf gehen. Dann kommt ihr auf PayPal und es wäre wirklich super nett. Würde mir die Sache erleichtern, das ein oder andere einfach zu kaufen und dann hier auf dem Kanal vorzustellen. Einiges habe ich schon gekauft für euch. Zum Beispiel hier das hier. Das habe ich bei Shapeways gekauft. Das sind so kleine Stecker und wofür die da sind und wie man die hier mit der Fernsteuerung nutzen kann, das zeige ich euch dann in einem der nächsten Videos. Oder das hier habe ich auch gekauft. Einen LiPo-Guard, einen LiPo-Wächter. Wie der eure LiPos schützt, das zeige ich euch dann auch. Und das hier, das habe ich tatsächlich von einem Händler bekommen. Super Sache. Das ist der Xtreme Charger X7 von der Firma Hype. Ein ganz, ganz tolles Ladegerät, das ich jetzt seit ein paar Tagen hier benutze. Und das werde ich euch auch vorstellen. Also an dieser Stelle euer Geld. Wenn ihr mal was spenden solltet, dann wird das sicherlich auch hier wieder rein investiert in Copter. Also da haben wir dann, denke ich mal, alle was von. Ja, das soll es von mir gewesen sein, jetzt zum Jubiläum, zum 50. Jubiläum. Echt der Wahnsinn. Ich bin also mächtig stolz auf mich und auch auf euch, dass wir das gemeinsam hier irgendwie so weit gebracht haben und dass, ja, wie soll ich sagen, so fast über Nacht 50 Filme entstanden sind. Der 51. kommt bald, versprochen. Für heute sage ich Tschüss. Und wenn euch der Film gefallen hat, obwohl ich eigentlich gar nichts vorgestellt habe, dann würde ich mich trotzdem freuen über einen netten Kommentar da unten, über eine positive Bewertung. Empfehlt mich weiter und natürlich abonniert mich.